Ja, hallo und herzlich willkommen, Minecraft-Freunde, hier auf meinem Kanal. Und wie ihr schon im Hintergrund seht, soll es heute um ein Modpack gehen. Und zwar um das Modpack German Signal and Rails oder so ähnlich heißt das. Und das fügt euch eine Menge Signale hinzu, wie zum Beispiel ihr hier sehen könnt, Signale für den Zugverkehr. Wenn ihr zum Beispiel fügt euch dieses Mod-Paket Signale und allen möglichen Pipapo hinzu. Und dieses wollte ich euch einmal kurz vorstellen, denn ich finde diese Mod genial und einfach nur klasse. Ja, und wir wollen auch gleich anfangen, gar nicht lange aufhalten hier. So, genau, jetzt geht's los. Alt, wir müssen das noch drücken und das noch wegdrücken und dann kann es auch losgehen. So, dann fangen wir am besten hier vorne einmal an mit dem Lichthauptsignal. Drei Blöcke hoch. Das ist das Hauptsignal in Lichtform und das gleiche haben wir nochmal hier in fünf Blöcke hoch. Also es gibt die Variante immer drei Blöcke hoch. Zum Beispiel praktisch, wenn man einen Tunnel baut, damit das Signal auch im Tunnel reinpasst oder halt fünf Blöcke hoch. Ja, und für die Signale, um die ansteuern zu können, gibt es diese Controller, die gibt es für die Schranken, für Licht und allen Pipapo, die baut man da halt runter. Und je nachdem, von welcher Seite aus man mit Redstone den Controller ansteuert, erzeugt das dann das entsprechende Signalbild. Und das kann man dann zum Beispiel im Stellwerk, was man sich baut, anschließen und halt bedienen. Genau, und so, hier haben wir jetzt das Lichthauptsignal zum Beispiel. Einmal können wir es ein grünes Licht. Dann gibt es die Möglichkeit ein grün-gelbes Licht. Und dann gibt es noch die Möglichkeit grün-gelb stehend. Diese drei Signalbilder gibt es bei dem Hauptsignal. So, dann haben wir als nächstes hier die Lichtvorsignale. Auch wieder in der Variante 3 Blöcke hoch oder in der Variante 5 Blöcke hoch. Dann können wir hier auch wieder mit dem Lichtsignalcontroller und Redstone dann jeweils die Varianten ansteuern. Da haben wir zum Beispiel einmal das Grüne, ganz normal. Das ist auch grün. Und dann gibt es die Variante gelb blinkend. Das sind die zwei Lichtvorsignale. Einmal, wie gesagt, drei Blöcke hoch und einmal fünf Blöcke hoch. So, dann kommen wir hier zu den Formsignalen. Die gibt es ja auch noch. Und zwar haben wir einmal das Formsignal HP1 einflüglig in drei Blöcken hoch. Das lässt sich auch ansteuern und ganz normal geht der eine Flügel hoch, zeigt halt Fahrt. Dann haben wir das Ganze drei Blöcke hoch in zweiflügeliger Form. Da kann man zwei Signalbilder wählen, je nachdem, welche Seite man mit Redstone da unten ansteuert. Dann haben wir zum Beispiel einmal die zweiflügelige Variante. Wenn das auf Halt gegangen ist, haben wir die einflügelige Variante, um verschiedene Signalbilder zu erzeugen. So, wie bei den beiden Signalen hier haben wir das beides natürlich auch nochmal in fünf Blöcken hoch. Die Funktion ist genau die gleiche, nur dass sie halt fünf Blöcke hoch und die anderen nur drei Blöcke hoch sind. So, dann haben wir hier als nächstes das Vorsignal. Und da haben wir auch wieder die Möglichkeit, einmal abweichend zu fahren oder abweichend Fahrt anzuzeigen oder halt gerade Fahrt anzuzeigen. Und zwar haben wir einmal das Signalbild. Oder wir haben, oder warten bis auf Halt ist, die Form. Das ist das Hauptsignal.
Vorsignal. Genau, als nächstes haben wir die Überwachungssignale, auch wieder in 5 Blöcke Höhe oder in 3 Blöcke Höhe. Und dieses Signal macht nichts weiter, wie dem Lokführer anzuzeigen, dass der Bahnübergang hinter diesem Signal gesichert ist. Jetzt, so wie das Signalbild anzeigt, ist es nicht gesichert. Und wenn das angesteuert ist, dann leuchtet die Lampe oben weiß und dann weiß der Lokführer, dass der Bahnübergang, der sich dahinter befindet, ist gesichert und geschlossen. Mehr macht dieses Signal nicht. Ich finde das toll, wie schön detailreich die animiert sind oder gemacht sind, die Signale. Ja, das sind die Grund-, Haupt- und Vorsignale. Jetzt kommen wir zu den Andreaskreuzen. Da gibt es auch verschiedene. Zum Beispiel haben wir einmal das ganz normale Andreaskreuz, was man an fast jedem Bahnübergang vorfindet. Dann gibt es das Andreaskreuz mit einem Blitz da drinne. Glaube ich, heißt so viel wie, dass der Bahnübergang eine Oberleitung hat, also dass da eine Oberleitung drüber führt. Und das müsste bedeuten, dass der Bahnübergang keine Schranken hat, also unbeschrankter Bahnübergang. Genau, und dann haben wir auch noch in Lichtform. Das wird wieder mit einem Controller für Schranken angesteuert. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Schranke mit dem hier verbunden hat und die Schranke wird geschlossen, dann geht hier auch ein Signal rein und dann fängt das an zu blinken. Genau, so. Und das gleiche haben wir hier nochmal, nur mit einem Leutwerk, zusätzlichen Leutwerk. So wie man es hört, läutet das dann die ganze Zeit und die Lampe blinkt. So, das sind die Andreaskreuze, die Varianten der Andreaskreuze. Habe ich jetzt nicht ausgemacht? Doch. So, dann kommen wir zu ein paar Schilder. Die sind vorübergehend oder überwiegend für die Lokführer wichtig. Da haben wir zum Beispiel die Rautetafel. Dann haben wir die Merktafel. Dann haben wir die Pfeiftafel. Die Pfeiftafel mit Zusatztafel. Dann haben wir das Leutwerk, die Leutwerktafel. Dann haben wir die, die doppelte Pfeiftafel und die doppelte Pfeiftafel mit Zusatztafel. Ja, das sind so noch ein paar, die stehen dann neben den Schienen auf der Strecke, damit der Lokführer weiß, was er als nächstes tun muss. So, als nächstes kommen wir zu den Bahnübergängen, zu den Schranken. Wie ihr schon seht, also ich finde, wie die aussehen hier, sehr detailreich, also toll gemacht. Ja, dann lassen wir mal die glatt mal zugehen. Ja, da müssen wir andere Seite hingehen, da habe ich den Schalter hingebaut. Ja, gibt es einmal diese Vollschranken, diese langen, diese 10 Blöcke lang. Und es gibt einmal die Variante kurze, die sind 4 Blöcke lang. So, jetzt machen wir erstmal die an. Dann geht das Leutwerk an. Das ist auch schön animiert und das Rad hier, das dreht sich, das ist auch toll animiert, wie sich das dreht. Und dann schließt sich halt die Schranke. Und wenn der Zug durchgefahren ist, kann man sie halt wieder öffnen. Vor allem finde ich das toll, wie schön das hier animiert ist, dass sich das Rad hier dreht. Und das Leutwerk klingelt. So, wie gesagt, das gleiche haben wir hier nochmal in der kleinen Ausführung. Das kann ich auch nochmal eben zeigen. Einschalten. Schön sich das hier animiert. Könnte man so als Fußgängerüberwegabsperrung nehmen, die kurzen. Bei den langen halt daneben. Oder man macht nur so einen schmalen Überweg. Den Fantasien sei freien Lauf gelassen. Ja, so. Genau, das ist die kurze Variante der Schranken. Dann haben wir als nächstes die elektrischen Schranken. Die elektrischen Halbschranken. Das sind eigentlich zugbediente Schranken. Da schaltet der Zug, wenn er ankommt, einen Kontakt ein. Dann gehen die Schranken runter. Wenn der Zug durch ist, befährt er wieder einen Kontakt. Und dann gehen die Schranken von alleine auf. Das Ganze zeigen wir auch nochmal, wie das aussieht.
Und zwar so. Auch schön animiert mit den Lichtern hier, wie die blinken. Und dann schließen sie, schranken sich. Dann hat man ja zum Beispiel noch ein Andreaskreuz davor und dann mit dem Läutwerk und dann würde das auch läuten. Und beim Runtergehen irgendwie habe ich die Spiegel verkehrt gebaut. Hier normalerweise müsste die Schranke auf der Seite und die andere auf der anderen Seite. Aber ist ja jetzt egal. Zum Demonstrieren hier reicht es ja völlig aus. So, und dann geht die wieder auf. Ja, das sind die drei Schrankenvarianten, die hier im Modpack mit drin sind. Und ich finde das toll gemacht und so alt, auf alt getrimmt hier, also von der Textur her toll gemacht und auch mit den Animationen da hinten finde ich einfach nur genial. Also für jeden Eisenbahnfan und Eisenbahnanlagenbauer in Minecraft ist das Modpack ein Muss. Gut, man sollte schon einen etwas leistungsstärkeren Rechner haben. Zum Beispiel haben wir hier auch einen mechanischen Signalhebel. Da kann man zum Beispiel noch einstellen hier auf HP1, auf HP2 oder ob es ein Weichensignal sein soll. Wir machen mal HP1, da stellt man Bahnhof 1 meinetwegen ein und Signal A machen wir mal. So, und da es ja ein Signalhebel sein soll, macht man die Farbe rot. Bei Weichenhebel würde man sie blau machen. So, dann hat man hier zum Beispiel Weichenhebel. Dann macht man hier eine Redstone-Leitung hin, hier würde das Signal stehen. Und wenn man dann, machen wir mal eben ein Signal hier ganz fix hier hin, irgendwas. Ach nee, das wäre so aufwendig hier. So, warte mal, das eben hin. So, Formsignal, Stativ fürs Formhauptsignal und dann haben wir noch ein Hauptsignal. So, wir haben jetzt eins genommen, also müssen wir eins nehmen. So, jetzt bauen wir das mal eben schnell hier hin. So, dann kann man hier zum Beispiel die Signalbezeichnung, wäre wieder Bahnhof 1 und Signal A, so wie wir es am Hebel dran haben. Und darauf setzen wir das Ding. So, jetzt hätte man eine komplette Signalanlage hier. Und wenn man jetzt den Hebel umstellt, auch schön mit Animation, toll gemacht, gar keine Frage, geht das Signal auf Fahrt. Und wenn man das hier wieder zurückstellt, geht das Signal wieder auf Halt. Der Nachteil, diese Hebel sind sehr ressourcenfressend. Also ich habe ja einen eigenen Server, wo ich drauf eine Anlage baue mit Traincraft und diesem Mod hier. Aber umso mehr man von diesen Hebel stehen hat, umso luckiger wird der Stellwerk denn. Also immer wenn ich zu meinem Stellwerk hingeflogen bin, ruckelte und Frame-Einbrüche waren vorprogrammiert. Jetzt habe ich die Hebel ganz einfach ausgeweckt, weggenommen und habe normale Hebel hingemacht. Man kann ja eine Bezeichnung hinmachen und das funktioniert genauso. Nur, dass die entschieden ressourcenschonender sind. So, gut, dann gehen wir hier weiter. Jetzt kommen wir hier. Oh, erstmal weg hier, so. Jetzt kommen wir hier zu wieder ein paar Tafeln. Zum Beispiel haben wir hier eine Langsamfahrstelle, was eine Langsamfahrstelle ankündigt, und zwar mit 30. Die 3 steht für 30 km/h. Dann Anfangsscheibe für eine Langsamfahrstelle, die Endscheibe für eine Langsamfahrstelle. Dann haben wir hier ein Geschwindigkeitsvorankündigungssignal und hier haben wir ein Geschwindigkeitssignal. Also ab hier, ab diesem Signal muss man dann auch wirklich 40 für die 4, 40 fahren. Ja, dann haben wir hier noch ein Rangierhaltsignal und hier ist auch noch eins. Warum da jetzt nichts drauf steht und da was drauf, na, vielleicht gibt es die zwei Varianten. Jedenfalls die Funktion von beiden ist dasselbe. Gut, dann haben wir hier noch Bahnhofssignale, zum Beispiel RA10 Signal als, hier vor muss ein Rangierfahrt muss hier vor anhalten und wenn man das einschaltet, gehen da oben die zwei Lampen an und wenn die an sind, darf man als Rangierfahrt vorbeifahren.
Das Ganze haben wir nochmal mit mündlicher Ankündigung. Also hier muss sich der anhalten und eine mündliche Ankündigung, also dem Fahrdienstleister fragen, ob er dran vorbeifahren darf. So, wenn man das einschaltet, geht das Licht da oben an. Mehr ist das nicht. So, das Ganze haben wir nochmal in weiß. Auch wieder mit Licht an. Und hier nochmal mit Licht, mit Nachtlicht. Und dann haben wir das Ganze nochmal in Kleinform hier als Schiller. Ja, dann haben wir des Weiteren haben wir noch die Trapeztafel hier. Die Vorsignaltafel, also das zeigt an, dass ein Vorsignal kommt. So, dann haben wir hier die Baken fürs Hauptsignal, also das zeigt an, in 100 Metern kommt das Hauptsignal, das zeigt an, in 200 Metern das Hauptsignal und in 300 Metern das Hauptsignal. Also diese drei Tafeln stellt man so dann in 100 Meter Abständen vor die Signale. Also diese drei Tafeln stellt man dann so vor dem Signal hin in 100 Metern Abständen. Ja, des Weiteren haben wir noch die Schachbretttafel, dann haben wir die H-Tafel noch, wo die Züge halten müssen. Und wir haben noch den Haltepunkttafel und noch eine Schneeflugtafel. Ja, so, dann kommen wir zu den weichen relevanten Sachen. Und zwar haben wir jetzt hier die SA0 bzw. SA1 Scheibe. Das kann man auch ansteuern. Jetzt darf man vorbeifahren. Jetzt darf man nicht vorbeifahren. So, als nächstes haben wir denn das Lichtsignal, also das die SA0 bzw. SA1 Scheibe als Lichtsignal. Das macht nichts anderes wie zwei rote Lichter zeigen, heißt man darf nicht vorbei und wenn man es einschaltet, darf man dran vorbei. So, dann haben wir das Ganze noch wie hier vorne in Miniaturform, was man in ein Gleisbett reinstellen kann. Das macht auch nichts weiter wie das Signal umstellen und das gleiche in Lichtform. So, dann haben wir hier noch die Hektometertafel, was halt die Kilometer, in welchem Kilometer man sich befindet und in welchem Meterbereich. Das lässt sich hier auch einstellen. Ich kann das mal kurz zeigen. Wir stellen mal eins hin hier. Da kann man hier oben die Kilometer einstellen, zum Beispiel 160 und unten welche 100 Meter man ein hat, also zum Beispiel 100 Meter. Also Kilometer 66, 100 lässt sich das einstellen. So, gut. Als nächstes kommen wir dann zu den Weichensignalen. Einmal haben wir hier die Möglichkeit, Handweichen anzubringen. Einmal genau so rum ist das richtig. Und wenn das zurückgeht, dreht sich das um. Auch schön animiert. Richtig toll gemacht. Und dann haben wir noch einmal das in elektrischer Form. Da muss man dann wieder so einen Controller drunter machen für mechanische Weichen. Und das lässt sich hier, der Schalter lässt sich zum Beispiel unterirdisch mit einem Signal ansteuern, mit einer Redstone-Leitung, was dann ins Stellwerk führt. Und wenn das ein Signal kriegt, stellt sich das Gleis um, also die Weiche um und das Signal zeigt, dass die Weiche nach rechts liegt. Andersrum genauso. Stellt sich die Weiche zurück und das Signal dreht sich auch wieder zurück, damit man am Hand des Signalbildes sieht, in welche Richtung die Weiche liegt. Ja, so viel zur Mod-Vorstellung. Ich persönlich finde die Mod obergenial, obergeil, also total cool. Ich würde sagen, das ist ein Muss für jeden Eisenbahnfan, der gerne in Minecraft Eisenbahn fährt oder eine Eisenbahnanlage baut, für den ist dieses Modpack optimal, da man, wie gesagt, viele Signale und Schranken und all möglichen Pipapo hinzufügen kann. Ja, an dieser Stelle soll es das für das Video und das Modpack-Vorstellung gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Modpack auch
verwendet, wie ihr dieses Modpack findet. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video und tschüss.